Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir heute mit einem sehr, sehr ernsten Thema. Es wird ein Real Talk Video und ich wollte erst ein Get Ready machen, aber ich mache mich jetzt, würde ich sagen, ganz kurz ready und dann rede ich, weil ich kann einfach nicht multitasken. Dieses Video wird gesponsert von einem Kunden, den ich sehr, sehr gerne mag und zwar Typology. Ich habe euch schon sehr auf die Serien und auch die Tinted-Serien gezeigt. Die machen einfach ein super schönes Hautbild, sind vegan, möglichst umweltschonend produziert, in Frankreich hergestellt und voller hochkonzentrierter Inhaltsstoffe. Ich liebe die Verpackungen. Schaut mal diese coolen Augenpads an. Die kommen mit dieser Augenmaske. Ich verlinke euch den Link auch mal in der Infobox. Ich mache mir dann einfach immer so ein bisschen von der Augenmaske auf diese Silikonpads. Silikonaugenpads finde ich so cool, weil man kann die einfach wiederverwenden und eben die Maske einfach darunter auftragen. Und dann sorgt das für ein glatteres und frischeres Aussehen am Morgen. Die halten auch wirklich so gut. Ich werde die definitiv mit auf Reisen nehmen. Ich lasse die jetzt kurz drauf und dann melde ich mich gleich wieder. So, Friends, 10 Minuten sind vergangen und die Augenfältchen sind geglättet. Das Produkt ist übrigens oft nicht auf Lager, deswegen seid auf jeden Fall schnell, falls ihr Interesse daran habt. Einfach so ein schlaues System. Das fühlt sich wirklich an, als wären die Inhaltsstoffe jetzt so richtig in meiner Haut drin. Selfcare macht einfach so Spaß, wenn man dann auch so irgendwie so coole Produkte dafür hat. Ich habe euch schon so oft meine Routine gezeigt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eher mal so in die dekorativen Serien von Typology, nachdem ich hier mein Gesicht mit Feuchtigkeit versorgt habe. Falls ihr nicht genau wisst, welches Produkt für euch das Richtige ist, dann schaut bei Typology vorbei. Ihr könnt da so eine Hautanalyse machen, weil jedes Produkt ist natürlich für eine andere Haut geeignet. Ihr könnt den Produkten zu 100% vertrauen. Die haben die längste Blacklist-Liste an Inhaltsstoffen, die schlecht für eure Haut sind, auf dem kompletten Markt. Das Coole ist, dass das hier zum Beispiel keine Foundation ist, sondern es ist einfach ein Tinted-Serum. Das heißt, es versorgt eure Haut nochmal zusätzlich mit guten Pflegestoffen. Hier auch mit Vitamin C und Aloe Vera und Squalan. Mein Self-Tan ist schon wieder ab, deswegen benutze ich hier die hellste Farbe und zwar 1 Fair. Es hat halt so ein leichtes und natürliches Finish. Sieht einfach, weil ihr eure Haut nicht damit zuspachtelt, sondern eben pflegt. Es ist einfach nur getönt. Das Gute an den getönten Serien, finde ich, ist auch, dass zum Beispiel die hellen Farben überhaupt nicht nachdunkeln. Ich habe das so oft, dass Töne erst hell auf meinem Gesicht sind. Ich bin ja wirklich ein sehr heller Hautton. Und dann nachdunkeln. Aber das ist hier überhaupt nicht so. Und trotzdem, ihr seht jetzt schon, was für ein Glow ich auf dem Gesicht habe. Und es ist einfach ebenmäßiger. Wer jetzt noch, zum Beispiel habe ich hier gerade so ein bisschen Rötungen und so, wegen meinem Zyklus. Wer das jetzt noch abdecken möchte, es gibt bei Typology auch Concealer. Das ist ein pflegender Concealer, auch richtig, richtig gut. Das heißt, es setzt sich nicht komisch in den Augenfalten ab. Mit Koffein, was das Auftreten von Schwellungen oder dunklen Augenringen verhindert. Und auch Niacinamid, was einfach super ist, gerade weil man Concealer dafür benutzt, seine Hautunreinheiten abzudecken. Niacinamid, was hier enthalten ist, bekämpft dann sogar noch die Unreinheiten. Ihr deckt es nicht nur ab und spachtelt es zu, ihr bekämpft die Unreinheiten gleichzeitig. Ihr seht, glaube ich, wie krass das deckt. Das passt super gut zu meinem Tinted Serum. Ist trotzdem feuchtigkeitsspendend. Klatscht mich nicht zu. Sieht einfach trotzdem aus wie so eine zweite Haut. Das ist wirklich perfekt für Stellen, wo ihr noch ein bisschen mehr Deckkraft wollt. Ich finde es so schade, dass ich Typology erst so spät entdeckt habe. Die perfekte, glowy, gepflegte Base ist geschaffen. Und falls ihr das jetzt auch wollt, klickt auf den ersten Link in der Infobox. Und ihr kennt es schon, ich habe Typology schon öfter gezeigt. Ihr bekommt nur durch den Link in der Infobox ein Riesenoffer. Und zwar bekommt ihr ab einem Einkaufswert von 45 Euro eine 10-Ingredient-Körperpflege dazu. In Originalgröße. Also Leute, Free-Produkte sind doch super. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen meine dekorative Kosmetik weiter, so ein bisschen Blush, Lippenpflege. Da nutze ich auch richtig gerne hier dieses Lip Oil. Und dann würde ich sagen, danke Typology für das Sponsoring und für das Angebot für meine Community. Und wir legen jetzt los mit dem Real Talk Part. Und ich werde einfach ein bisschen drauf loslabern. Als Thema habe ich mir so ein bisschen genommen, hinter den Kulissen im Social Media Business. Ich glaube, ich kann wirklich sehr viel dazu sagen, weil ich einfach schon so extrem lange dabei bin und das Business sich halt auch verändert hat, beziehungsweise ich mich auch geändert habe. Also ich war ganz am Anfang wirklich extrem naiv. Ich bin so sehr auf die Fresse gefallen mit Leuten. Aber ich muss auch sagen, ich hab jetzt erst vor kurzem eigentlich was daraus gelernt und das richtig reflektiert, warum mir sowas immer passiert. Ich bin halt ein Mensch, ich suche auch so krass den Fehler an mir selbst. Und wenn man aber, also wenn die Fehler, die man selber aber begeht, Resultate sind dafür, dass man einfach irgendwie schlecht behandelt wurde oder sich unwohl gefühlt hat in gewissen Situationen, oder einfach wirklich, ja, die Gegebenheiten dich so hart dazu gebracht haben, dann irgendwie sich schlecht zu verhalten, dann muss man da wirklich auch mal Konsequenzen ziehen. Und sowas fiel mir halt einfach extrem schwer. Ich habe mich immer wieder auf dieselben Leute, dieselben Gegebenheiten eingelassen, auch dieselben Kooperationen. Also ich werde über alles jetzt reden, angenommen. Und keine Ahnung, es ist einfach, wenn du dein eigener Boss bist und in diese Bubble geschmissen wirst und teilweise schon mit so jungen Jahren anfängst. Ich meine, ich war jetzt nicht mehr so jung. Ich glaube, ich habe so mit 20 angefangen, so richtig.
oder mit 19. Aber wenn teilweise so 14-, 15-Jährige in dieses Business kommen und meine Eltern zum Beispiel haben mich jetzt da nicht wirklich supportet, das war jetzt gar kein Shade an die sein, aber die hatten halt gar keinen Plan, denen war es auch eigentlich scheißegal. Also habe ich halt einfach irgendwas gemacht. Und ich hoffe einfach, dass alle, die jung sind, dass sich auch ihren Eltern anvertrauen, weil da hängt so ein fetter Rattenschwanz mit dran. Sei es jetzt diese ganzen Erwachsenensachen, die du von heute auf morgen einfach alles machen musst, sei es jetzt Steuern oder ja, einfach so krank viel Bürokratie, aber eben auch sowas wie Events und dich nicht ausnutzen lassen, Verträge verhandeln. Es gibt Managements, die nehmen einen so hops und sich da einfach so richtig durchzuwursteln, ist eben einfach sehr, sehr schwierig. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mal kurz mit so hinter die Kulissen, so ein paar Erlebnisse, die ich hatte und ich hoffe, das kann euch entertainen oder würde ich sagen, dann starten wir jetzt mal. Ich war gerade schon beim Thema Management und ich kann da auch mal so ein Negativbeispiel nennen, dass ich, damals war ich halt, ich bin einfach direkt in das Erstbeste gegangen, was mich wollte, weil ich weiß nicht, ob das irgend so ein Ding aus meiner Kindheit ist oder so. Ich habe mich immer so richtig geehrt gefühlt und ich habe das jetzt auch immer noch gehabt, ich habe das bestimmt immer noch so. Wenn jemand so richtig um mich kämpft und so, dann fühle ich mich geehrt und dann kann ich gar nicht anders als ja sagen so. Und das war da halt so, dann war ich in dem, das war eigentlich auch nicht wirklich schlecht, aber es hat mich jetzt auch nicht wirklich vorangetrieben. Daraufhin hat mich dann ein Riesenmanagement angeschrieben, den ich einfach, ohne den Vertrag zu lesen, weil ich eh keine Ahnung hatte, ich wusste gar nicht, wie man sich einen Anwalt holt, ich habe den einfach unterschrieben und habe 40%, 2 Jahre meiner Karriere, wo es sehr gut lief, habe ich 40% von allem, was ich getan habe, seien es YouTube-Videos, wo die gar nichts mit zu tun hatten, also einfach mein jetziger Content, dieses Video hätte ich 40% an die einfach abgegeben, also habe ich, und auch von Kooperationen. Kooperationen, ne, verstehe ich auf jeden Fall, dass man da was abgibt, weil das wird ja auch verhandelt vom Management, dafür hat man das ja. Das ist einfach enorm viel Arbeit, die da einem abgenommen wird und das finde ich auch eigentlich sehr fair. Die gehen ja auch im besten Fall einfach von sich aus raus und schlagen Dinge vor und helfen dir auch bei anderen Sachen und so. Aber 40% ist extrem hart, vor allem für das, was es war. Und es hat mir natürlich auch andere Türen geöffnet und ich habe auch Leute dadurch kennengelernt, was alles super gut war, aber es war trotzdem einfach viel zu krass. Vor allem dieses 40% auch an den YouTube-Videos verdienen, das ist ja wirklich krank. Wenn du dann merkst, Leute hatten auch schlechtere Verträge als ich. Manche haben 55% abgegeben, manche dann aber wieder nur 20 und du warst so, ja, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Und da habe ich angefangen, sehr misstrauisch zu werden. Ich bin eh schon ein sehr misstrauischer Mensch, aber da habe ich angefangen, okay, es ist halt einfach dann ein Kackgefühl und du machst Dinge auch mit weniger Motivation. Und ich glaube, der Unterschied zur heutigen Influencer-Generation und zu der, wo ich angefangen habe, oder auch noch die davor, ich war ja gar nicht eine der allerersten, ist, dass wir es aus Spaß angefangen haben und nicht fürs Geld. Und deswegen hat man sowas wie so einen 40%-Vertrag einfach unterschrieben, weil man wusste ja gar nicht, wo das Ganze hingehen kann. Also es war ja trotzdem viel Geld, was man verdient hat für das, was man tut, für ein Hobby, was man einfach so aus Spaß angefangen hat. Ich habe ja nicht ansatzweise gedacht, dass das mein Job wird. Ich weiß noch, wie ich mir immer so Sneakersammlungen angeguckt habe von YouTubern und ich mir so dachte, wie können die so viele Nike-Schuhe haben? Wie ist das möglich? Wie viel müssen die? Also, hä? Mir war gar nicht klar, dass die das mit den Videos vielleicht verdienen. Also, so. Und heutzutage fängt man ja an, ich sehe es ja auch ständig auf TikTok oder so, dass Leute sagen, oh Mann, warum war mein Ego zu groß dafür? Oder warum fand ich es zu cringe, in der Corona-Zeit mit TikTok anzufangen? Und ich verstehe natürlich diesen Struggle, den man hat, aber irgendwie finde ich, das impliziert so, als wäre das alles überhaupt kein Aufwand. Also das macht mich ein bisschen traurig. Ich finde eh, heutzutage fangen, glaube ich, sehr viele Leute für die ganzen Gratis-Sachen, für die ganzen Benefits an. Und ich verstehe natürlich auch, jetzt hat es langsam jeder mitbekommen, dass es Social Media gibt. Wir waren damals noch so die Underdogs und mussten uns da so ein bisschen immer mit Gelächter umherschlagen. Und mittlerweile ist es einfach so, jeder hat irgendwie keinen Bock auf einen normalen Job und versucht es jetzt so, damit Geld zu verdienen. Und ich finde, das verramscht so ein bisschen das Business. Aber ja, darum soll es gar nicht gehen. Es geht jetzt eher so um so ein bisschen die Schattenseiten dieses Businesses. Ich kann euch ja mal von einer Sache erzählen. Ich versuche jetzt einfach ohne so krasses Name-Dropping zu machen. Ich hatte mal ein sehr, sehr krasses Shooting und ich habe mich da so drauf gefreut und ich war so unfassbar stolz darauf, weil es war schon so eine große Sache und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich in der Vergangenheit schon so coole Sachen machen konnte. Ich war total stolz und ich war super aufgeregt. Während des Shootings kam die Brandbetreuerin zu mir und ich wurde da gerade gestylt und hat mich wirklich von vorne bis hinten nur über eine andere Social-Media-Kollegin von mir, also ich sage jetzt Kollegin, Freundin, von mir ausgefragt. Wirklich, sie hat nichts zu mir gefragt. Es ging die ganze Zeit nur um diese andere Person. Und ich habe einfach in dem Moment absolut nicht verstanden, warum ich gebucht wurde. Also ich habe mir wirklich irgendwann gedacht, warum hast du nicht sie gebucht,
sondern mich, wolltest du über mich nur an sie rankommen. Das, sowas ist mir übrigens auch richtig oft passiert. Sei es jetzt, dass Leute über meine Schwester versuchen, an mich ranzukommen oder über mich versuchen, an eine Dagi Bee ranzukommen. Es ist wirklich crazy, wie Leute sind. Und auch teilweise super unangenehm, dass manche Leute einfach nicht checken, dass man das checkt. Also man ist ja nicht dumm. Im besten Fall. Ich war schon mal dumm. Ich habe den Personen auch schon oft Cloud gegeben und dann ist es doch, wollten die eigentlich doch über mich an was anderes ran. Naja, auf jeden Fall, ich habe dazu, glaube ich, sogar schon mal ein Video gemacht. Fällt mir gerade so auf, wie Influencer mich teilweise schon so hops genommen haben. Das kann ich euch auch mal raussuchen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und einfach in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall war es dann so, das war ein unbezahltes Shooting. Ich war einfach mega stolz darauf. Und das war einfach cool, die Bilder waren cool. Naja, und dann hatte ich einfach nie wieder eine Korb mit denen, aber meine Freundin dann schon. Über die ich auch die ganze Zeit ausgefragt wurde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist. Es ist einfach schrecklich. Man fühlt sich wie so ein übelstes Opfer. Also ich habe mich ausgenutzt gefühlt und man ist dann da so, kriegt keine bezahlte Kampagne und denkt sich einfach nur, wofür war das jetzt gerade? Man kam sich nicht gut genug vor. Man hat da einen ganzen Tag lang, war so aufgeregt, hat das alles gemacht und es geht aber gar nicht um einen und das Interesse ist gar nicht bei einem selber, sondern bei jemand anderen und man ist da einfach, als wäre man einfach gerade so ein Lückenfüller. Generell dieses Gefühl, ich bin ein Opfer, ich weiß nicht, das hat bestimmt jeder ein bisschen unterschiedlich, es kommt bestimmt auch ein bisschen darauf auf, wie du dich fühlst. Also ich kenne auch Leute, die kommen irgendwo hin und denken, ja, ich bin hier halt der Star, was soll's. Ich bin halt immer so ein bisschen so, egal wie groß oder wie krass mein Hype war oder wie viele Klicks ich hatte oder wie viele Likes ich hatte, ich habe mich nie gefühlt wie irgendwas Besseres. Und ich hatte auch so in meinen höchsten Hochphasen irgendwie nie das Gefühl, ich bin jetzt hier ein OG. Und ich hatte das wirklich so oft, dass ich auf Events gegangen bin. Und es sieht ja als Außenstehender immer super glamourös aus. Ich falle auch immer so sehr darauf hinein. Also ich sage auch manchmal Events ab, weil ich ganz genau weiß, aus meinen ganzen Jahren Erfahrung, dass super viel mehr Schein als Sein ist. Es gibt extrem viele coole Events, das will ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt wirklich super viele coole Events, die einfach Spaß machen, die gut geplant sind, wo die Leute nett sind. Aber es gibt eben auch Events, die sind einfach nur dafür da, dass du irgendwas promotest und es wird sich nicht darum gekümmert, dass du dich dabei auch gut fühlst. Ich kann das mittlerweile zum Glück so ein bisschen einschätzen, aber ich fall trotzdem manchmal noch auf die Fresse und denke mir danach so, warum habe ich das jetzt gemacht? Ich rede dann von zum Beispiel, dass du auf ein Event kommst, bist wahrscheinlich noch so einer der Ersten, aber dir sagt zum Beispiel keiner Hallo. Und manchmal weißt du ja gar nicht, mit wem du da gerade Kontakt hast. Oder du hast ein Management, dann hat eh nur dein Management mit denen Kontakt gehabt. Das heißt, du hast noch nicht mal mit denen geschrieben, also mit den Ansprechpartnern jetzt zum Beispiel von der Brand. Und dann sagen die dir einfach nicht Hallo, so, sondern die erwarten irgendwie, dass du das machst, weil du bist ja der große Influencer. Am besten wird dann noch gesagt, du bist abgehoben, weil du es nicht gemacht hast, aber du hast selber keinen Plan, wer von diesen ganzen Frauen jetzt überhaupt deine Bezugsperson hier sein sollte oder wer eigentlich die sind, bei denen du dich bedanken willst, dass du beim Event teilgenommen hast. Und dann fühlt man sich auch oft so, ich bin so oft dann auf Events und sag allen Hallo, aber ich check gar nicht, wer jetzt hier wer ist. Und dann bin ich da und fühle mich einfach lost, weil es redet dann auch keiner. Also ich bin auch müde davon, immer so krass auf Leute zuzugehen. Also ich bin immer auf dem Event eigentlich, dass ich jedem Hallo sage. Ich würde niemals einfach ankommen und dann da einfach nur sein. Aber es ist halt schwer, so, ich will mich mittlerweile nicht mehr so krass öffnen, weil super viele Dinge hintenrum schon gegen mich verwendet wurden oder, keine Ahnung, in meinem Mund umgedreht wurden oder dann weitererzählt wurden oder andere Geschichten draus gemacht wurden. Und ich bin auch so ein Mensch, ich neige dazu, sehr schnell zu privat zu werden. Und ich ärgere mich immer dann danach so. Ich komme dann von so einem Event nach Hause und denke mir so, boah, ich habe die gerade kennengelernt. Nur weil ich sie kurz sympathisch fand, habe ich dir schon wieder mein halbes Leben erzählt. Und ich will damit ein bisschen aufhören. Also ich muss mich immer so an so einer Strippe so nach hinten ziehen und sagen, nein, du hältst jetzt die Fresse. Weil sonst erzähle ich mein ganzes Leben. Ich bin halt ein sehr offener Mensch und ich liebe es eigentlich, mich mit Leuten zu connecten. Ich bin antisocial auf eine Weise, aber ich liebe es auch, mich zu connecten. Ich habe das Gefühl, ich bin mit der Seele so auf so einer ewigen Suche nach so meinen Seelenverwandten. Also ich finde, Jamie ist absolut einer meiner Seelenverwandten. Wir denken über so viele Dinge genau gleich. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Sonst war ich voll oft immer mit Leuten, wo wir gefühlt der komplette Gegensatz waren. Aber irgendwie hat es halt gematcht auf verschiedenen Ebenen. Aber ich suche einfach meine Seelenverwandten. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Das ist wie so ein innerlicher Drang, als hätte ich so in einem Leben davor einfach so meine Geschwister verloren oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und die suche ich jetzt. So fühlt es sich irgendwie an. Also jetzt ein bisschen weird zu denken, dass Jamie mein Bruder ist, war in einem Leben davor. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich habe in mir so einen Drang, einfach so Leute zu suchen, die zu 100% mit mir matchen. Okay, Digga, was wird das hier für ein Video? Es gibt noch andere Geschichten zu erzählen. Ich glaube, diesen Drang habe ich aber auch, weil eben so viele Leute in dieser Influencer-Bubble auch so krass oberflächlich sind. Und ich habe eine Zeit lang auch irgendwie versucht, da dazu zu gehören, weil ich irgendwie dachte, man muss so sein, um akzeptiert zu werden. Und es ist leider auch bei vielen Events so. Also wirklich, wenn ihr das so von außen seht, habt keine FOMO und denkt nicht so, boah, Mann, wäre ich auch gern da. Es ist zu
70% der Fällen nicht so geil, wie es aussieht. Auf jeden Fall auf so Events. Und beziehungsweise ich gehe da gar nicht, dann schon gar nicht mehr hin. Man stellt es sich einfach immer noch geiler vor, als es ist. Ich habe das ja trotzdem auch immer noch, wenn ich andere Influencer sehe oder so, die dann irgendwas machen, wo ich nicht eingeladen bin. Aber da muss ich immer sagen, ey Leute, bestimmt haben die da gerade gar nicht so viel Spaß. Bestimmt machen die nur fürs Foto so und dann gehen die wieder weg. Wisst ihr, wie oft ich das schon in meinem Leben hatte, dass dann einfach Leute, die mit mir kein Wort geredet haben, mit mir eine Story auf einmal gemacht haben, super, waren und dann einfach wieder weggegangen sind. Und ich dachte mir einfach nur so, was zur Hölle? Wirklich, hä? Ich werde es niemals begreifen. Dann rede ich lieber gar nicht mit der Person, als das zu machen. Ich verstehe auch so Schüchternheit und so, ne? Also, aber das ist dann wieder so fake und nur für Cloud und damit Leute sehen, dass man miteinander chillt. Ich war schon sehr, sehr oft auf Influencer-Events und das geht ja auch immer damit einher, dass man eigentlich gratis Werbung meistens für die macht, außer man wird jetzt für die Attendance auf dem Event bezahlt, was nicht so oft in der Vergangenheit war, mittlerweile auf jeden Fall mehr. Aber ich rede jetzt so von 2016, wo alles angefangen hat, da wurdest du nicht für ein Event bezahlt. Und ich habe sowas früher so oft gemacht und auch früher so, ich mache das ja immer noch, dass ich euch einfach so Produkte zeige, die ich mag, die ich feiere. Und teilweise habe ich wirklich Produkte jahrelang gezeigt, das waren Sachen, damit hat mich meine Community verbunden. Teilweise, früher gab es so eine Bewegung, da haben so meine Fanpages Brands geschrieben und waren so, ey, ihr müsst mit Sony zusammenarbeiten und so. Und ein paar Brands haben es dann gemacht und ein paar Brands war es wirklich scheißegal. Und ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe manchmal nicht die Leute, die hinter Brands stecken, dass die auf sowas nicht hören, weil es wären perfekte Fitte. Das geht jetzt gar nicht darum, dass ich mehr Geld verdienen will oder weniger Geld verdienen will. Es geht eher darum, dass man dann Werbung macht, die wirklich so zu 1000% authentisch ist und das ja eigentlich so der perfekte Fit ist. Aber manche Firmen haben dann so irgendwelche Richtlinien und die sagen dann, ey, sie hat aber vor 3 Tagen einen Hamburger gepostet und das passt noch nicht zu uns. Und ich verstehe das ja auch vollkommen, aber ich finde, manchmal sollte man über sowas hinwegsehen und dann nicht irgendwie so ein XY buchen, nur weil sie dann irgendwie eine, keine Ahnung, gerade einen Hype hat oder whatever. Also sowas ist mir auch schon so unfassbar oft passiert. Also ich fühle mich auch, und ich würde am liebsten die Brands ansprechen, von manchen so krass im Stich gelassen und hintergangen. Und das ist auch eine Sache, die darf man sich einfach nicht persönlich nehmen, weil es mittlerweile eben so ein Business ist. Aber früher habe ich es einfach so gesehen wie so ein Trip mit Friends oder so. Ich war schon mit Brands verreist. Ich war auf Events mit Brands und immer dann dieselben. Und irgendwann hören die dann auf, dich einzuladen, buchen dich nicht mehr, ohne zu sagen warum, und tauschen dich einfach aus. Und ich weiß nicht, ob damit so viele Influencer relaten können. Auf jeden Fall bestimmt die, die schon lange dabei sind, weil eben auch vor allem dieser Schwung neue Influencer und Creator dazugekommen ist, was ich auch cool finde. Ich finde cool, dass mal wieder ein neuer Wind hier drin ist. Einem fällt jetzt irgendwie contentmäßig viel mehr ein, was man gerade wieder machen kann, weil eben einfach ein neuer Spice drin ist. Wirklich, ich hate das überhaupt nicht. Ich finde es sogar eigentlich ganz cool. Und vor allem ist es ja auch irgendwie legitim, weil wir werden ja alle älter und dann kommen wieder die Jungen und dann ist es so ein Mix. Es ist alles genauso, soll es sein. Aber ich finde es von den Brands sehr, 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 sehr schwach, dass sie sich dann nur noch auf die neue Generation stützen und die Leute vergessen, die das Ganze aufgebaut haben, die den Weg geebnet haben dafür. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde irgendwie, hätte es früher keine Baby Beauty Palace gegeben, dann hätten nicht so viele Mädchen danach versucht, genauso zu werden. Klar haben die Brands uns das auch zurückgegeben, die haben uns ermöglicht, das als Job zu haben, auf jeden Fall. Aber dieses liegen gelassen werden nach Ewigkeiten, wo man Free Content für die gemacht hat, ist hinter den Kulissen, vielleicht ist das eine Sache, über die ihr halt nicht so viel nachdenkt, teilweise so krass demotivierend und traurig, und dann sitzt man manchmal da und kann es einfach nicht glauben. Man wird wirklich einfach links liegen lassen. Es ist einfach so geghostet. Geghostet, so fühlt es sich an, als würdet ihr eurem Crush hinterher ghosten. Man hat die Sachen, wenn man jahrelang ja mit denen war, gut gefunden und gehypt und war irgendwie damit so connected, und dann kommt jemand, der seit 3 Tagen Hype hatte, und ersetzt dich einfach. Es ist wirklich ein Scheißgefühl. Und das ist jetzt wirklich so eine krass ehrliche Aussage. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade voll angreifbar mache oder keine Ahnung. Oder unsympathisch, aber das ist einfach das sind einfach meine ehrlichen Emotionen zu der Sache. Und ich sitze so oft hier und denke mir so, es kann einfach nicht wahr sein, dass der Kunde mich jetzt einfach gerade ausgetauscht hat, wenn ich den Gefühl meine Seele gegeben habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, wenn ich ein Produkt, wenn man zum Beispiel gebucht wird, bezahlt, wird ja auch eine gewisse Masse an Content eingebucht. Natürlich macht es einen irgendwie auf eine Weise unauthentischer, weil man dann immer das bezahlt zeigt. Aber das sind ja dann auch Sachen, die man zeigt, hoffentlich bei jedem, die man auch so zeigen würde. Natürlich ist die Frequenz wahrscheinlich anders, wenn man bezahlt wird und der Content terminiert ist und so. Und dann muss es vielleicht auch mal öfter gezeigt werden oder whatever. Aber wenn dann sowas passiert, dass der Kunde einen einfach wieder liegen lässt, ist es so schwer. Und ich nehme euch jetzt einfach mit einem Kopf. Es ist so schwer, den Kunden dann weiter zu zeigen, weil man einfach auch ein bisschen sauer ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich struggle dann manchmal so ein bisschen mit meiner Authentizität, weil die Sachen, für die ich Werbung mache, sind Sachen, die ich mag. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, der Kunde lässt mich hängen, dann
fällt es mir sehr schwer, den weiter zu zeigen, weil es ja irgendwie auch dann mein Business ist und ich mir damit ja dann auch voll oft, also es ist oft so, dass man sich ein bisschen so kannibalisiert. Es gibt ja viele verschiedene Produktmarken und Marke X mag vielleicht, also wenn du zum Beispiel Parfummarke X hast, mit der du, die du immer zeigst, dann ist Parfummarke A vielleicht nicht mehr an dir interessiert, weil du zeigst ja schon X. Und dann lässt sich X aber hängen und dann bist du da und A sagt so, ja nee, aber du hast ja X gemacht und dann bist du da und keiner will mehr und eigentlich magst du aber X und A und X hat sich aber hängen gelassen. Also das ist so, es ist manchmal so eine richtige Politik und das stresst mich auch. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass Brands so ein bisschen offener auch dem ganzen Ding gegenüber wären, dass man sich nicht direkt kannibalisiert, wenn man sich für eine Brand entscheidet. Und ja, also ich finde, das macht es uns allen irgendwie so schwer, aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil denen ist es ja scheißegal. Es gibt halt genug Influencer und jeden Tag kommt jemand Neues in Hype. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist einfach so schade und es war früher einfach so krass anders. Also früher hatte ich wirklich das Gefühl, dass Leute, Kunden sich viel länger und viel intensiver an einen gebunden haben und auch viel interessierter daran waren, mit einem lange zusammenzuarbeiten. Und dann sollte es auch ein bisschen egal sein, finde ich, ob ein, zwei Sachen mal nicht so gut performen, weil das ist auch ein extremer Druck. Die ganzen Algorithmen haben sich ja geändert. Es basiert alles nur noch auf Trends. Die Sachen gehen eigentlich nur noch viral. Entweder du hast wirklich eine Sensation wie Schwangerschaft, Kinderwunsch, Hausbau, Trennung, neue Beziehungen. Sowas oder Streit. Natürlich gibt es dann so diese 2, 3, 4 Leute, die wirklich eigentlich dauerhaft einfach konstant im Hype sind, es auch komplett verdient haben. Ich finde, niemand ist da irgendwie ungerechtfertigt da. Das ist dann einfach, die transportieren sehr gut ihre Persönlichkeit. Eine weitere Sache, die bei mir vor allem hinter den Kulissen abgeht, ist, ich hatte ja einen berühmten Ex-Freund und jetzt habe ich einen weniger berühmten Freund. Und ich merke einen so krassen Unterschied, wie mich die Leute behandeln mit Ex-Freund und mit Freund. Als ich mit meinem Ex-Freund zusammen war, ist mir wirklich jeder in den Arsch gekrochen und ich fand es teilweise schon richtig fake. Aber ich finde es so erschreckend, auch auf Events von anderen Influencern und ich habe seit der Trennung speziell, bin ich noch viel mehr picky und habe von vielen Leuten die wahre Seite kennengelernt, weil ich einfach einen Unterschied gemerkt habe, wie die mit mir sind, weil ich mit Marcel zusammen war und wie die mit mir sind, als ich mit Jamie zusammen war. Seitdem bin ich einfach sehr vorsichtig. Also noch viel, viel vorsichtiger, weil als ich das erste Mal gemerkt habe, ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, krass, ne, jetzt würden eigentlich die und die Person so und so sein oder das und das sagen. Aber die sind zu Marcel auch, also wenn ich zum Beispiel mit Marcel zusammen aufgetreten bin, anders gewesen, als wenn ich mit Jamie irgendwo zusammen auftrete. So, teilweise wird Jamie von Leuten belehrt, so ein bisschen weniger ernst genommen. Die Fragen sind ganz komisch und Marcel konnte sich teilweise alles erlauben. Alle haben ihn gefeiert und er konnte sich erlauben, was er wollte und sind ihm halt in den Arsch gekrochen, weil er der war, der er war. Jamie wird teilweise nicht mal im Arsch angeguckt. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist wirklich krass. Wir waren auf einem Event, da haben die Leute ihm nicht mal Hallo gesagt. Ich wurde weggezogen und wurde so allen vorgestellt und Jamie war dann da und ich musste erstmal gucken, hä, wurde nur ich gerade gezogen? Ich habe es in dem Moment gar nicht gecheckt. Und genau deswegen will ich, dass Jamie so erfolgreich wird, weil ich glaube, für ihn ist es gar nicht so schlimm, aber mich, ne, das trifft mein Herz. Und das ist jetzt nicht nur so von in so einer Situation, sondern auch mit ja, anderen Influencern und so. Und deswegen, ich bin einfach so vorsichtig, weil man einfach so einen Unterschied merkt. Und natürlich gibt es auch viele, die einfach gleich cool sind, ne? Sind ja gar nicht alle dumm. Aber bei manchen bin ich einfach schockiert. Ey Leute, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die ich euch nochmal kurz so erzählen will, bevor das Video weitergeht. Zu diesem Thema, dass Influencer fake untereinander sind und einen anders behandeln, wenn da irgendwie jemand ist mit großer Reichweite und so. Ich habe mal einer Freundin von mir, von der ich das niemals erwartet hätte, erzählt, dass ich, mit der ich aber kurz davor öfter mal so Momente hatte, wo ich mir so, hä, wie sieht die das Ganze und so, ne? Und dann habe ich ihr so erzählt, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe und die eigentlich ganz nett fand, aber nicht so ganz, mir nicht so ganz sicher war, ob wir viben. Aber das weiß man, also ich bin ja einfach jetzt extrem misstrauisch so. Und die Resonanz war, weil die Person Follower hatte, also die ich kennengelernt habe. Geil, nutzt das. Und ich finde es so schlimm. Es ist natürlich irgendwie ein Job, aber es ist irgendwie ein Job mit Persönlichkeit, wisst ihr. Es ist ein Job. Also ich fand es einfach, es hat mich so zum Nachdenken angeregt mit der Person. Keine Ahnung, checkt ihr, was ich meine? Das ist so, ich kann so gar nicht denken. Ich kann so nicht denken und es macht mir auch gar keinen Spaß und ich würde niemals mit jemandem chillen, weil es mir was nutzt. Ich habe irgendwie Angst, dass so viele in der Vergangenheit mit mir deswegen gechillt haben, weil es irgendwas genutzt hat, weil jetzt, wo, keine Ahnung, ich weniger Klicks habe und so, fragen mich auch nicht mehr so viele Leute, ob wir was machen. Ich sag's ehrlich. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, viele Leute haben mit mir gechillt, weil es denen was genutzt hat. Und ich habe so oft schon irgendwie Veränderungen an den Leuten gemerkt,
wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn es dann bei mir nicht so lief oder bei denen dann auch gut lief oder so, dass die irgendwie respektloser zu mir wurden oder einfach anders zu mir wurden. Und das sind immer Momente, wo ich den Fehler an mir suche und mir so denke, bin ich gerade zu hart, sehe ich das gerade zu kritisch. Aber nein, wenn jemand dieses Gefühl in dir auslöst, dann stimmt da was nicht. Und keine Ahnung, sowas wie geil nutzt das ist einfach eine Bestätigung dafür, wisst ihr? Und keine Ahnung, ich glaube einfach, es ist super schwer. Ich glaube aber, es ist auch super schwer, natürlich in euren Jobs, also in anderen Jobs, ist es bestimmt auch super schwer. Weil viele da wahrscheinlich auch nur so Zwecksgemeinschaften bilden und dann sonst gar keinen Bock haben. Und ich glaube, es ist dann trotzdem sehr schwer, auch neue Freunde zu finden und so in anderen Jobs. Ich check das schon, ne? Also ich glaube, mir wird es auch voll schwer fallen. Weil wenn ich mir so überlege, mit wem ich noch aus der Schulzeit befreundet bin, eine einzige Person. Und früher, ich habe echt nicht so zu den krass unbeliebten Kindern gefühlt, oder Teenies, gezählt. So, ich hatte da eigentlich, ich war jeden Tag auf einer Party eingeladen. Und danach habe ich einfach nur noch mit einer Person Kontakt oder mit zweien, wenn es hochkommt. Das ist doch verrückt. Also, das ist doch. Und so geht es ja bestimmt auch vielen, also weil das einfach so Zwecksfreundschaften waren und sonst eigentlich jeder sich um seinen eigenen Stuff gekümmert hat, könnt ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, wie das gerade bei euch im Alltag so ist. Habt ihr das Gefühl, auf eurer Arbeit sind eure wahren Freunde oder habt ihr da wahre Freunde entdeckt? Oder weil so muss ich es eigentlich sehen, um es nicht so persönlich zu nehmen, wisst ihr? Jetzt sind wir auch beim nächsten Thema, so durch Dermi und so habe ich ja auch viele, also beziehungsweise durch die Trennung, habe ich ja dann auch viele dumme Kommentare oft bekommen und so und. Generell finde ich so krass, also das ist ja auch eine Schattenseite hinter den Kulissen. Ganze ungefragte Meinung, der man sich aussetzt. Ich bin über die Jahre auch viel konfliktunfreudiger geworden. Früher, ich hatte heute erst ein Gespräch mit Jamie. Früher hätte ich jede Geschichte, die mir passiert ist, einfach rausgehauen. Ich hätte einmal ein Storytime-Video dazu gemacht. Ist mir doch egal. Aber mein Fell ist nicht mehr so dick. Ich habe gar keine Lust. Es ist irgendwie. Ich kann den Sachen da gar nicht so viel Cloud geben, wisst ihr? Aber es war noch nie so stark wie jetzt, dass die Leute sich so auf Drama aufgeilen, finde ich. Und vor allem bei Dingen, wo man sich seinen Teil denken kann. Ich habe das Gefühl, die Leute gehen extra in die Wunden rein und schreiben extra noch und hauen da rein. Und es hat doch einen Grund, dass Leute sich zu Dingen nicht äußern, so, ne? Wir lesen doch alle Kommentare, so, wir checken es ja. Aber es ist gerade heutzutage, wollen alle in die Wunde rein. Und glaubt mir, wenn man Dinge nicht anspricht, dann tun die entweder weh und man kann einfach nicht, man darf vielleicht auch nicht, oder es bleibt halt einfach im Privaten und geht die Öffentlichkeit nichts an. Also ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, warum man es sonst verheimlichen sollte. Und ist es irgendwie so ein Appell an die Communities, lasst es einfach sein. Und ich weiß zum Beispiel, meine Community, also immer wenn ich irgendwie sowas in der Art mal hatte in meinen Vergangenheiten, das ist ja schon öfter mal so gekommen, dass ich mal dann irgendwie zu irgendwas nichts gesagt habe oder so. Ich glaube, die meisten checken das schon und ich sehe dann auch immer unter den Fragen, schreiben Leute so, Junge, man kann sich doch denken, so, warum schreibst du das? Blablabla. Ich glaube, das sind immer eher so die Leute, die alles so flüchtig mitkriegen und dann rein in die Wunde wollen, weil deren Leben so langweilig ist, weil die gerade keine Hobbys haben, keine Ahnung. Ich stelle mir wirklich immer diese Leute dann so vor, wie die da in ihrem dunklen kleinen Zimmer kauern und einfach unzufrieden sind und einfach los. Einfach mal kurz, ach, ich hoffe, das tut dir jetzt gerade kurz weh, weil mein Leben ist auch scheiße. So sehe ich das und das, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es euch erfreut. Und natürlich stehen wir alle auf Drama und deswegen gucken wir auch alle Trash-TV und so. Aber ich finde irgendwie, man sollte mit diesen Stichelfragen, ich gucke auch Trash-TV und liebe Drama, aber die tragen das ja auch wirklich vor der Kamera alles aus. Aber wenn Dinge hinter den Kulissen passieren, ist man nicht gezwungen vor den Kulissen. Man kann auch einfach dann es einfach sein lassen, miteinander zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, so bei Beziehungen ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber das kommt auch immer darauf an, wie wohl sich beide Parteien fühlen. Und der Rest kann man sich doch einfach denken. Wer sind wir? Also, wer sind die beiden Parteien, dass sie sich jetzt vor die Kamera setzen und ein Video gegeneinander machen? Das erwartet ihr das von euren Influencern, die ihr mögt? Wisst ihr, das ist doch. Das macht man doch nicht. Also, deswegen. Ne, vielleicht machen das so die kleinen Kinder-Influencer, die noch gar nicht checken, was für ein Rattenschwanz mit dran hängt, wie schlecht man sich fühlt. Auf TikTok denken die so, komm, ich beantworte jetzt mal den Kommentar. Vielleicht auch, weil es einfach so einen Tagesfliegen-Hype gibt oder so. Aber ich hasse das, es tut weh und es fuckt auch einfach ab, sowas zu lesen. Und ich war immer so kurz davor, so Dinge auf Blacklisten zu schreiben. Und ich mache das auch manchmal und dann ziehe ich es wieder zurück, weil ich mir dann so denke, komm, egal. Ne, ich lasse es einfach stehen. Aber damit muss man sich halt auch rumschlagen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich dachte wirklich, ich bin immun gegen sowas. Also ich dachte wirklich, keine Ahnung, ich war die meiste Zeit meiner Karriere wirklich sehr gesegnet. Mit wenigen Shitstorms, mit wenig Beef. Es hatten immer eher so die Leute Beef, mit denen ich war und ich wurde mit reingezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe deswegen auch teilweise Streit mit Leuten. Das finde ich auch eigentlich so krass unfair. Ich habe auch letztens TikTok dazu gemacht. Es gab zwei Personen in meinem Leben. Mich hat das so persönlich angegriffen. Wenn jemand zu Leuten, die mir nahestehen, böse ist, dann legt er sich auch automatisch mit mir an. Und ich glaube, damit kommen. Können extrem viele Leute nicht umgehen.
Und das hatte ich auch noch mit einer anderen Freundin, die auch hops genommen wurde. Und dann habe ich mich für sie mit jemandem gestritten, weil sie nicht in der Lage dazu war. Also ich verstehe, dass man nicht in der Lage dazu ist, aber ich wurde geschickt, so wisst ihr. Und auf einmal hatte ich auch Beef mit der. Die fand es scheiße von mir, die andere Person. War es mir auch scheißegal war. Aber wisst ihr so, ich habe jetzt so Leute, die mich hassen. Und die finden mich jetzt kacke, dissen mich die ganze Zeit und so. Es fällt mir schwer und das ist auch so eine Sache, die man, glaube ich, nicht bedenkt als Außenstehender, seine Emotionen krass unter Kontrolle zu haben und zu gucken, wo endet meine Loyalität, wo schütze ich mein eigenes Business, weil das habe ich wirklich verkackt. Ich habe es mir mit Leuten verkackt aus Loyalität. Und ja, oft ist es ja dann sogar so, dass die Person, für die du das machst, sich dann wieder cool mit denen stellen, weil die auch keinen Bock haben auf Beef und die lange genug von denen gehatet wurden, was ich auch komplett verstehen kann. Aber da fühlt man sich halt auch wieder wie das Opfer. Okay, mein Akku ist gerade ausgegangen. Ich habe hier gerade meinen Akku aus der Ladestation geholt, aber ich glaube, ich habe auch schon viel zu lange gelabert. Einfach irgendwie 35 Minuten. Und ich habe mich da auch gerade ein bisschen reingesteigert. Also ich, mir geht es gerade irgendwie nicht so gut. Also ich liebe diesen Job. Ich liebe dieses Leben, was ich führen kann durch meinen Job. Ich liebe es, kreativ zu sein und ich versuche euch auch was mitzugeben. Und ich habe dieses Video jetzt gerade gemacht, nicht irgendwie, um zu sagen, mi. Ne? Ich hoffe, das kam jetzt nicht so rüber, sondern einfach, um euch zu zeigen, dass da mehr hinter steckt, als viele denken. Und viele denken immer, es ist der einfachste Job der Welt. Und mich regen diese ganzen TikToks, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, auf. Dass Leute immer sagen so, oh Mann, warum war ich zu dumm? Ich verstehe diesen Gedanken so. Was wäre, wenn? Zieh einfach jetzt durch. Das ist nicht nur der Corona-Hype gewesen. Klar, in der Zeit war es wirklich sehr einfach, viral zu gehen und sehr einfach, vor allem Follower zu machen. Das ist jetzt gerade gar nicht mehr einfach, weil es eben zu viele gibt. Ich merke das auch immer selber. Man überlegt ja zweimal, ob man jemanden fragt, Junge, jetzt habe ich Haare im Auge. Oh mein Gott, ich habe irgendwas richtig Großes im Auge. Ich hoffe, mein Mikro ist gut genug und ich muss mein Auge jetzt reinigen. Tschüss!